Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und vor allen Dingen, dass du natürlich wieder hier bist. Freut mich besonders. Willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Und ja, wir haben in der letzten Folge so ein paar Bauaufträge bekommen gehabt, die ich entsprechend umgesetzt habe. Und ja. Mal wieder ein Hustenbonbon mir einverleibt. Was ich hier gesehen habe in der letzten Folge ist, wir brauchen dringend Soldaten und wir haben nicht genügend militärische Einheiten. Hier wird gerade eine Waffenschmiede gebaut, die wir dafür benötigen, um die Einheiten letzten Endes rekrutieren zu können. Und wir brauchen natürlich eine Militärakademie. Da würde ich doch sagen, Militärakademie am Start. Vielleicht sogar hier. Warum denn nicht? Dann setzen wir die hier hin. Ja. Ich glaube, das bietet sich an. Wenn hier die Waffen produziert werden, haben wir hier die Akademie. Ich weiß, ich habe da noch so eine andere militärische Einrichtung, die weit vom Schuss ist. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo sie jetzt sehr weit vom Schuss ist. Wo ich die hingepackt habe, kann sein hier irgendwo. Mit dem Argument, ja, hier brauche ich doch auch irgendwie Leute oder so. Keine Ahnung. Oder vertue ich mich da gerade? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Moment mal, Militärausbildung, was haben wir denn hier? Also wir haben Holzwerkstatt, Waffen, bla, Rüstung, das ist Kunstschmiede, das ist die Militärakademie, Abenteuergilde, da war doch noch irgendwas anderes. Vielleicht im Bereich Expansion. Ah, genau, Militärcamp, das war's. Unterkunft von Militäreinheiten, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Das war die Geschichte. Ja gut, das ist ein bisschen andere Geschichte. Auch nicht unwichtig. Ja gut. Das ist auf jeden Fall hier die wichtigere Konstellation, insbesondere ne, auf Hinblick hier mit dem Wachturm und so. Da passt schon. Wir brauchen immer noch eine Abbaustätte für Silber. Eine Silbertagebau. Abbaustätte, Gedingse. Ein Doppelgemoppel, den ich erzähle, wahrscheinlich. Bei der Gelegenheit. Habe ich hier eigentlich. Nee, hier habe ich das gleiche Problem, ne? Ja, toll. Tolle Wurst. Arbeit mit Profis. Da ist er wieder. So, ja, hier, ne, ihr habt gesehen hier, ne, ich habe hier, oder auch nicht gesehen, ich habe hier mal so ein bisschen die horizontale Spiegelung eingeschaltet hier bei OBS. Damit bin ich jetzt wesentlich zufriedener. Also das sieht schon, das ist besser. Ich habe immer in die Richtung geguckt, wenn ich eigentlich in die Richtung geguckt habe. Ihr wisst, was ich meine. Und ja. Ist manchmal nicht immer alles rund, wie es sein sollte. Was mache ich hier eigentlich? Achso, ich suche Silber. Suche Silber und ich finde keins. Ich weiß da vorne, also irgendwo da hinten vielmehr, da existiert irgendwie Silber, aber. Hier war doch auch irgendwo noch Silber, oder wo tue ich mich da gerade? Hier haben wir Kalkstein. Kupfer, Eisen. Eisen war es. Und Kohle, genau. Also das ist hier der Bereich. Hier haben wir Eisen, Kalkstein, wahrscheinlich. Oh, hier war jede Menge Kohle, aber da komme ich jetzt nicht hin, wegen Mangel an Soldaten. Schlecht organisiert von mir, sehr, sehr schlecht organisiert. Hier ist Gebiet, das uns nicht gehört. Ich will mal sagen, feindes Gebiet, aber das gar nicht wahr. Die Leute sind nett. Tja. Habe ich wirklich nur diese eine Stelle mit Silber? Das stellt mich nicht wirklich zufrieden. Also
Kohle, sehe ich schon. Da haben wir so die ein oder andere Stelle durchaus. Ich hatte, glaube ich, schon erwähnt, ne? Also Silber ist vorhanden, aber sehr selten. Sehr selten und sehr wenig. Aber dass es so wenig ist, hätte ja damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also speziell hier auf dieser Karte. Ja gut, dann bleibt uns da erstmal nichts anderes übrig. Ich muss dann hier auf das zurückgreifen, was ich habe. Und das ist nicht viel. Da haben wir gerade mal hier den Bereich. Das ist schon wieder Stein. Ach, hier ist auch noch so ein bisschen Silbererz. Das ist schon wieder Kupfer. Dann geht's nicht anders. Silbertagebau. Das ist das andere Problem. Ne? Ja. Nicht so toll. Nee, ich hatte es doch gerade. Verdammt. Egal. Setzen wir das mal bitte dahin. Ich sehe das Problem. Ich habe gedacht, ich bin da noch weiter von der Straße entfernt, als das so im ersten Moment aussah. Straße? Ich hoffe, ich kriege überhaupt einen Connect. Ja, doch. Oh, Gott sei Dank. So. Okay. Dann haben wir die jetzt auch im Auftrag gegeben. So, wie sieht's denn aus? Wir haben ja genau, wir brauchen noch 10 Leute, wenigstens zum Besetzen der Wachtürme. 3 von 3 haben wir gebaut. Militärcamp. Ach, wird jetzt erwartet. Sehr schön. Ja. Ihr werdet euch wahrscheinlich direkt dann sagen, was macht der verwirrte alte Mann denn jetzt? Ich überlege jetzt ernsthaft. Ein Militärcamp hat man ja gerade. Ich weiß nicht, wie groß war. Da. Ich überlege jetzt ernsthaft. Militärcamp hier hinsetzen. Oder? Weil wir da vorne ja auch Leute brauchen. Gar nicht mal wenige. Wo war es denn jetzt? Ich glaube, das ist nicht unsere Siedlung, aber das hier. Oder Militärcamp mehr hier sogar irgendwie hinsetzen. Also warum? Ganz einfach. Ich habe hier die Akademie. Natürlich würde es sich dann Sinn machen, das Militärcamp dann hier hinzusetzen. Damit die Leute von der Akademie dann hier direkt in dem Camp sind, ne, und so weiter und so fort. Ich habe aber hier im Wesentlichen diesen Wachturm noch zu versorgen mit 10 Mannekes. Die würden ja hier quasi rekrutiert und dann sofort zack, ne, ab zum Wachturm. Und viel mehr, glaube ich, brauche ich hier an der Ecke auch nicht. Ja, ein Militärcamp würde sich von daher, meine ich, kann da vollkommen falsch liegen, aber eher hier so lohnen, weil hier das Gebiet ne, wesentlich noch größer ist, das erscheint mir zumindest so. Und von daher würde hier ein Militärcamp meiner Ansicht nach eher Sinn machen. Ich kann damit vollkommen falsch liegen, wird vielleicht irgendwie sagen, der Typ spinnt jetzt komplett. Und um den Wahnsinn komplett zu machen, setze ich es hier hin. Ja, das ist eine schöne Kreuzung. Oh, Entschuldigung. Das ist so eine schöne Kreuzung. Zack. Oh, 1, nicht 2. Ah, verdammter Doppelklick. Ah, weg damit. So. Habe ich einfach mal so gemacht. Gucken wir mal. Ja, Dinger müssen hier sowieso in dem Bereich jetzt erstmal nur gebaut werden. Aber ne, also wirklich ernsthaft, ne, also so war so, halt so die Überlegung, weil ne, wenn man, ich habe jetzt hier diesen einen Wachturm, je nachdem wie weit die sich ausweiten, könnte man vielleicht hier so in dem Bereich noch einen weiteren Wachturm einplanen oder da. Und dann würde sich hier als hier entsprechendes Militärcamp an
durchaus anbieten, damit die hier schnell entsprechend versorgt werden, die Leute. Also die Wachtürme, ne, mit den entsprechenden Leuten. So rum. Nicht die Leute mit den Wachtürmen, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Cool, ja, dann haben wir das auch. So. Rekrutiere Soldaten, ist klar, darauf baue ich ja gerade hin. Eine Rüstungsschmiede darf es jetzt auch noch sein. Oh, wow. Ja, die würde ich dann aber wieder hier machen, weil hier habe ich schon sowieso schon die Waffenschmiede. Dann dürfte eine Rüstungsschmiede. Kunstschmiede, Militärke, da. Hier noch am ehesten Sinn machen. Kriege ich die zufälligerweise da unter? Nein, dann muss die hier irgendwie untergebracht werden. Da hilft nur alles nichts. So, Rüstungsschmiede auch im Auftrag gegeben. Und eine Münzprägerei, ja natürlich. Und eine weitere Schmelzhütte, ja logisch. Gar kein Problem. Wo habe ich denn die Silberabbaustätte? Das würde sich doch da lohnen, dann da irgendwie alles in der Nähe. Da ist der Silbertagebau, da sollte ich vielleicht den Pinorik hier hinsetzen. Da haben wir Silbererz. Schmelzhütte. Die ist natürlich jetzt wiederum so groß, dass ich die hier in der Nähe nicht unterkriege. Manchmal möchte man kotzen im Strahl. Es ist einfach so. Ein Moment. Ich habe ja diese hier, ne? Hier wird Eisen und so weiter abgebaut. Silberbarren werden hier direkt deaktiviert. Die sollen nur Eisen abbauen. Münzprägerei, Schmelzhütte. Weitere Kohle wollen sie nicht. Bäckerei steht auch an. Ja, wo kriege ich das Ding jetzt am besten unter? Da geht nichts mehr. Ich könnte hingehen, rein theoretisch, und sagen, Holzfällerhütte, die kriege ich auch nicht unter. Ha! Der Plan hat sich gerade erledigt. Mein Plan war gewesen, zu gucken, dann hier irgendwie diesen Mini-Wald hier wegzuroden, komplett. Lagerstätten zu bauen, ne, um das Holz dann entsprechend da einzulagern. Das ist, glaube ich, auch nur Nadelholz hier, ne? Das ist nichts anderes. Ja. Ja, also Nadelholz hier einzulagern bis zum Abwinken. Und hier das alles weghauen, um Platz zu haben für eine weitere Schmelzhütte, die ich dann hier hätte hinsetzen können wollen, wie auch immer. Wir haben aber... Hier wird nur Kohle abgebaut. Kohle, Kupfer, ich habe ja auch... Ja, ich habe hier ganz wenig Eisen, ne? Das lohnt sich eigentlich nicht. Eisenerz, aber Kupfer würde sich lohnen. Ich habe ja so ein bisschen Eisenerz, minimal. Hier schon wieder Kohle, das ist Kalkstein und das war's dann auch. Also jetzt hier eine Schmelzhütte. Dann müsste ich die hier auch komplett umzwitschen von Eisen auf Silber. Macht jetzt auch nicht wirklich Sinn. Ärgerlich. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das hier, ne, dass das reicht. Aber nein. Okay. Aber ich kriege hier mit Sicherheit keinen annähernd erwähnenswerten guten Weg hin. Um da halt, da könnte ich es auch hier hinsetzen. Oder da. Das wäre es egal. Also.
Was tun, sprach Zeus. Ich sehe Möglichkeiten. Das kam jetzt überraschend. Einen Augenblick. Es macht keinen Ärger. Oh ja, ernst? Ach, deswegen. Ach, du ahnst es nicht. Ja, Moment. Ich sehe noch immer Möglichkeiten. Ich sehe immer noch. Sie werden stündlich kleiner, also ne, davon ganz abgesehen, aber. Ist aber auch ein Gehampel hier mit den. Warte mal, was ist denn in dieser Richtung? Augenblick. Geht da was? Da geht nichts, aber hier könnte das unter Umständen klappen. Holy moly. Schon nicht übel, Herr Dübel. Ja. Kompromiss. Ja, ich hätte durchaus eine etwas elegantere Lösung gewünscht. Ich gebe es zu. Aber man muss mit den Dingen arbeiten, die man halt so, ne, einem so zur Verfügung stehen. So, hier soll natürlich jetzt nur Silber entsprechend abgebaut werden. Gar keine Frage. Bevor ich jetzt nochmal das Gedingse da weiterverfolge, die Mühle arbeitet schon mal sehr schön. Das ist cool. Haben wir hier jetzt das Problem Bäckerei. Nahrung. Gemüse, Getreide, Farm, Brunnen, Windmühle. Natürlich der letzte ist Bäcker. Bäcker. Den kriege ich jetzt aber definitiv hier nirgends mehr runter. Also der Drops ist gelutscht. Also beim besten Willen, da hast du nichts mehr zu holen. So, da sind die dran. Ja doch, ja. Das sah wohl komisch aus. Jetzt mal ernsthaft, die müssen ja da irgendwie dran sein, ne? Sonst. Ja, nee, alles gut. Okay. Also hier kriege ich mit Sicherheit keinen Connect nach unten, oder? Seht ihr irgendwie einen Hinweis darauf, dass da steht irgendwie kein Connect zur Straße? Der Planierer auf dem Weg ist, das hat nichts zu bedeuten. Da sind wir ja, da bin ich ja schon reingerasselt. Aber. Das ist auch hier ein Weg, auf jeden Fall. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, ist immer noch eine Strecke, ne? Gar keine Frage. Also da. Optimal ist anders. Aber hallo. Dass das hier überhaupt noch in der Nähe geht, das ist sehr überraschend. Was ist hier los aus der Erwartung? Ja. So, ja, Soldaten ist erstmal ein anderes Thema. Bäckerei ist im Bau. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die auch noch einen Brunnen brauchen. Brunnen, Marktbrunnen, nein. Verkehrsabteilung. Brunnen. Das sollte aber gehen, oder? Du willst mir gerade sagen, dass der Platz hier nicht ausreicht, um hier einen Brunnen hinzusetzen? Aha. Okay. Dann setze ich den hier hin. Alles absolut im Griff hier. Wow. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob sie einen brauchen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn hier eine Bäckerei und so, die brauchen Wasser. Es kann nicht verkehrt sein. Ansonsten haben wir einfach einen Brunnen zu viel. Was soll der Geiz? So.
Bäckerei ist im Auftrag gegeben. Windmühle dreht lustig ihre Runden. Hier haben wir. Oh, die sind aber echt. Also in Bauen sind die hier echt fix. Das muss man denen lassen. Ne? So heiliges Kanonenrohr. Da wird auch schon Silbererz entsprechend geliefert. Und ich habe jetzt hier das Teil auch schon fertig. Seit längerem wahrscheinlich. Und was brauche ich? Ich brauche für die Wachtürme brauche ich Leute. Das ist die Akademie. Ich muss das Pferd von hinten aufzäumen, wenn man so will. Ich brauche Wachen. Wachen brauchen Holzsperre tatsächlich. So, interessant. Veteranwache ist nicht gefordert. Auch Soldaten nicht, sind nicht gefordert. Die sind eine ganz andere Baustelle. Moment mal, Holzsperre. Wo ist denn... Nein, natürlich nicht. Wo ist denn hier die Holzwerkstatt? Werkzeugschmiede, die macht bestimmt keine... Nee, kann mir nicht vorstellen. Die muss ja ganz alt sein. Die muss irgendwo hier irgendwie rum existieren, kann das sein? Wo habe ich denn die Holzwerkstatt hingesetzt? Ich habe eine solche, das weiß ich. Ich weiß noch nicht wo. Gildehaus. Das ist die Taverne, wie man deutlich sehen kann. Das sind Wohnhäuser. Moment mal, ich hatte doch hier so eine ganze Reihe von Produktionsstätten hingesetzt. Holzwerkstatt, sag ich doch, das ist ja doch. Wir brauchen Holzsperre. Dann machst du mal lockere 10 Holzsperre. Komm, du machst 20. Das war haben wir. Weil ich werde 2 Wachtürme zu besetzen, auch wenn die hier nur sagen, ne, wir brauchen noch 10 weitere, aber das ist erstmal uninteressant. So, wir brauchen dann aber noch Veteransoldaten und normale Soldaten. Die müssen noch rekrutiert werden. Das können wir gerne machen. In der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch und natürlich auch ganz speziell dir alles, alles Gute. Danke fürs Dabeisein. Freut mich sehr, dass ihr mich hier so unterstützt. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Genießt die Zeit.